Hey Jumper, willkommen in Night City und in diesem Video. Wir wollen schauen, ob wir das Schicksal von Jackie irgendwie abwenden können. Bevor ich hier aber weiter rede, wenn du das Spiel noch gar nicht gespielt hast und es vorhast und nicht gespoilert werden möchtest, dann schalt am besten ab. Ansonsten geht es nun weiter, aber du bist gewarnt. Also Jackie, wir alle wissen, was geschehen wird. Der entscheidende Punkt, der das Schicksal von Jackie besiegelt, ist die Situation, als Jackie im Taxi stirbt. Du bist reich, Karnal. Das spüre ich. Nein, Jackie, wir werden reich. Du und ich. Der Biochip. Nimm du ihn für mich. Um zu vermeiden, dass dies geschieht, muss man also dafür sorgen, dass man gar nicht erst ins Taxi steigt und trotzdem dafür sorgen, dass man den Ort verlassen kann. Manche werden nun behaupten, dass dies unmöglich sei, aber in Night City ist so einiges möglich. Aus der Community wurde bereits vor einigen Wochen, vielleicht sogar vor Monaten, ein Weg gefunden. Den werde ich nun als erstes ausprobieren. Der Weg ist extrem verrückt, aber egal, wir machen es trotzdem. Dafür müssen wir auf das Dach des Compaqui und von hier aus geht es los. Es ist unglaublich, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind tatsächlich im Wasser gelandet. Krass, man muss bei sowas echt out of the box denken. Respekt an den Choom, der den Weg als erstes gefunden hat. Das Problem ist nur, Jackie ist nicht da. Aber warum sollte er? Nun, weil deine Begleiter dir immer hinterher warpen. Das ist eine Mechanik, um zu erreichen, dass du deinen Begleiter nicht versehentlich durch irgendeine blöde Ecke im Gebäude verlierst. Es kann also sein, dass wir einfach wieder in die Nähe des Hotels müssen, damit wir Jackie nah genug sind, um dafür zu sorgen, dass er durch Zeit, Raum und Wände zu uns warpt. Also müssen wir nun schwimmen. Das Ganze dauert etwas, aber du sollst eben sehen, wie ich das tue, um es gegebenenfalls nachmachen zu können, denn hier muss man ein wenig aufpassen und immer nah am Compaqui bleiben, weil man kann wohl auch zurückwarpen. Okay, endlich sind wir aus dem Wasser und nun laufen oder fahren wir zum Compaqui. Du kannst übrigens selbst keine Fahrzeuge rufen und du kannst auch nicht wirklich viel hier in der Welt tun, aber das ist egal. Es geht ja nicht um unsere Freiheit oder persönliche Möglichkeiten, sondern um Jackies Leben. Da kann man, wie ich finde, auch mal zurückstecken. Wir sind zurück beim Compaqui und wie es ausschaut, taucht Jackie nicht auf. Ich würde sagen, schöner Mist. Es sieht so aus, als ob diese Art der Befreiung nicht mehr funktionieren würde. Oder irgendetwas ist bei mir falsch gelaufen. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn du es selbst versuchst und dann berichtest, ob es bei dir geklappt hat. Allein schon für den genialen Sprung muss man das eigentlich schon machen. Ich glaube, Rogue würde sagen, erst wenn man vom Compaqui gesprungen ist und das auch noch überlebt hat, ist man eine echt harte Edgerunner-Sau. Wie auch immer, wir lassen uns nicht beirren. Es gibt eine weitere Möglichkeit, die ich entdeckt habe. Aber bevor wir dazu kommen, eine Sache, die ich immer schon mal ausprobieren wollte und auch viele von euch wollten wissen, was geschieht. Im Compaqui gibt es einen geheimen Raum und die Frage, die sich da nun stellt, was passiert, wenn man diesen Raum während der Mission betritt und wie wird Jackie wohl reagieren? Genau das will ich hier kurz einschieben, also let's go! Wir nehmen den Weg durch die Öffnung im Büro und laufen dann direkt zum Raum. Ah.
Tja, und hier stellt sich dann heraus, dass uns Jackie nicht folgt. Und deshalb ist auch hier keine Reaktion zu erwarten. Und ja, als ich Jackie dann wieder getroffen habe, gab es auch keine Reaktion. Zwar war ich einfach mal mehrere Minuten für ihn verschwunden, aber offenbar ist Jackie da einiges gewöhnt. Okay, nun, wo das geklärt ist, wollen wir sehen, ob der andere Weg funktioniert, um Jackie zu befreien und damit das Leben zu retten. Dafür fahren wir mit dem Aufzug nach unten. Unten angekommen, werden wir aber nicht den Weg durch die Lobby nehmen. Wir müssen direkt hier zum Tresen mit dem PC. Nun heißt es, ab auf den PC und dann ab durch die Wand, denn die ist an der Stelle durchlässig. Dieser Weg hatte ich normalerweise dazu genutzt, um die Garage des Compacky zu besuchen. Wie das funktioniert, siehe das Video, das ich dir in der Videobeschreibung verlinkt habe. Wir gehen aber etwas anders vor. Wir bleiben an der Seite der Garage, suchen aber nach dem Wasser. Denn so sollte es möglich sein, das Gebäude zu verlassen, einfach indem wir unter den Mauern durchtauchen. Und normalerweise sind die Wände bzw. die Karte von innen her durchlässig. Also wollen wir mal schauen. Und tatsächlich, es klappt und wir sind an derselben Stelle wie eben, wo wir halt runtergesprungen sind. Und siehe da, da ist auch Jackie, was schon mal ein sehr gutes Zeichen ist. Er ist jetzt bereits frei, aber noch sind wir im Einflussgebiet der Mission. Und erst wenn ich mit Jackie hier weg kann, bin ich auch wirklich zufrieden. Also schwimmen wir erneut los und schauen, ob Jackie dran bleibt. Bisher sieht es nicht gut aus. Offenbar kann Jackie nicht schwimmen. Die Gefahr ist hoch, dass wir ihn doch noch verlieren. Aber noch bin ich nicht bereit, die Hoffnung aufzugeben und ich hoffe, du auch nicht. Verdammt, es ist schließlich Jackie. Wir sind also zurück auf dem Gelände des Compacky. Das letzte Mal, als wir Jackie gesehen haben, stand er am Wasser. Also begeben wir uns doch in die Nähe seines letzten Standorts. Es klappt, Jackie ist bei uns, lebendig. Jetzt brauchen wir nur noch ein Fahrzeug. This cannot be happening. Please. Okay, was tun wir nun? Ganz klar, wir fahren ins Afterlife, saufen ein auf unser, also sein Überleben, obwohl ich mich beginne zu fragen, ob Jackie nun bald Probleme mit einem gewissen Johnny bekommen wird. Aber da ich ja nicht vorhabe, Dexter zu besuchen, sollte das alles Nova sein, denn so fliegen nicht irgendwelche Kugeln durch irgendwelche Köpfe. Eine andere Sache, an die ich natürlich auch sofort gedacht habe, wie reagiert wohl Misty? Ich meine, wenn wir nach dem Auftrag mit einem angeschlossenen Jackie in ihren kleinen Laden auftauchen, müsste doch irgendetwas geschehen. Oh ja? When you get those kind of tunes? From way back. Doesn't matter. So what happened to her? She die or something? Nah. Jackie gave you these cards, right? I remember when he asked me to help him pick the right deck. Mm-hmm. He picked just the thing for me, too. I feel a real connection to this deck. We could lay out a spread for you now, if you like.
Tja, hier wird leider klar, dass wir uns in der Matrix befinden. Es kann eben nicht sein, was nicht sein darf. Offenbar ist Jackies Schicksal vorbestimmt. Nichts und niemand und vor allem nicht dieser drittklassige Söldner wird daran irgendetwas ändern. Deshalb noch ein allerletzter Spaß. Zusammen mischen wir beide die Tigers auf, so wie früher, wenn wir besoffen waren und etwas Spaß gesucht haben. Danach folgen Tage und Wochen der Verzweiflung und am Ende muss ich erkennen, dass es so nicht funktionieren wird. Leider wird mir jetzt auch erst klar, dass ich gefangen bin und zwar mit einem verletzten Jackie. Das Problem ist, dass ich nicht mehr zurück ins Compeki komme, damit das Schicksal wieder seinen Lauf nehmen könnte. Ich habe alles versucht, aber wegen der Mission ist der Zugang zum Hotel extrem geschützt. Keine Chance, da wieder reinzukommen. Ich habe ganz offenbar so richtig Mist gebaut. Die Zeit in der Welt läuft nicht weiter. Das Leben läuft nicht weiter. Wir sind zwei in der Zeit erstarrt wandelnden Leichen, die auf ewig in einer Welt gefangen sind, in der niemand, ja selbst Misty, keinen Trost mehr spenden kann. Also Choom, sei gewarnt. Solltest du auch auf die fixe Idee kommen, das Schicksal zu bescheißen, dann sollte dir klar sein, dass das Schicksal verdammt harte Cojones hat. Denn am Ende bist du es, der alles verliert. Said what you had to say, but I-